Die versteinerten Kinder des Königs Watzmann sollen das sein. Wie das ganze Massiv, der marmorkalte Überrest der grausamen Familie aus grauer Vorzeit. Seit 1978 ist es das Herzstück des einzigen Alpennationalparks in Deutschland. Damit wurde besiegelt das bedeutendste ganz auf deutschem Boden liegende Bergmassiv in seinem Naturzustand zu erhalten. Fast hätte es eine Seilbahn aufs Pfalzköpfel gegeben, wo das Watzmannhaus steht. Die Wucht der Landschaft überwältigt hier. Sie prägt sich ein. Nicht nur die Masse Fels des Watzmann, auch das Massiv des Hochkalter gleich gegenüber. Der Maler aus Dresden ist schon zum zweiten Mal da. Das Wetter morgen? Ja, Mittag. Das ist super, gut, ne? Und ihr geht schon früh los? Ja, um 6 Uhr gibt es ein Frühstück schon und sind wir irgendwann, schauen wir mal. Der Ostwandkönig Heinz Zempsch ist da. Natürlich die erste Adresse für Neulinge. Wenn man jetzt oben rauf geht, rüber zur Südspitze, ist es dann einfacher hinten runter oder wieder den ganzen Weg zurück und hier runter? Erwartung und Unsicherheit, Erleichterung, Hoffnung und Freude umspielen die Hüttenterrasse. Ein Platz unzähliger Geschichten. Eine neue haben wir geplant. Corbinian, 12 Jahre, soll mit dem Zemschei und den Ramsauern Hanni, Rudio und seinem Vater Thomas zum ersten Mal über den Watzmann klettern. Das war's mit der Rettung, sage ich, Geburtstagsgeschenk vom Papa. Mit der Dämmerung legt sich die angeregte Stimmung der Watzmann-Anwärter. Bis die Energie des Morgens wie eine Flut hereinbricht. Rudi Fendt, Bereitschaftsleiter der Bergwacht Ramsau. Und Corbinian, ausgeschlafen, aufgeweckt für die große Tour. Wie geht's dir da nicht? Ah, gut, oder? Und? Na gut. Ja, ein bisschen fliegen war nicht schlecht, gell, so wenn ich da hin. Ist schon was Besonderes. Und recht viel werden die da seit ich schon übergegangen haben in seinen Itter. Ne? Da hat er was zum Verziehen nach den Ferien. Da werden nicht viel da seit ich da schon. Die Überschreitung gegangen an seiner Klasse. Nur dazu mit dem 1,10 dabei. Das ist schon, eine Ehre. Ja. Die Ehre, ja, ja. Das ist normal. Das ist was Besonderes. Bergsteigermomente. Wenn der erwachende Tag das große Ziel ins Licht rückt, die normalen, gewohnten Vorgänge des Alltags scheinen noch weiter in die Ferne gerückt. Der leichte Aufgalopp führt die 5 direkt über dem Watzmannhaus die Bergkante hinauf. Als wäre eine Schleuse geöffnet. 100 bis 150 Mitbergsteiger sind an schönen Tagen keine Seltenheit bei dieser Tour. Und der neue Bergetrend zeigt sich ganz klar. Er ist jung, weiblich und bunt. Ein vielfältig gemischtes Volk prägt den Stil an dieser Landmarke der Bayerischen Berge, das jetzt im Schrufengelände den rechten Weg sucht. Das Wetter macht uns heute Gedanken. Aber der Regen bleibt im Süden am Alpenhauptkamm hängen. Ein Felsenreich ist dieses Massiv, das praktisch nach allen Seiten 2000 Meter über der Umgebung aufragt. Einst Meeresgrund, wie die Kuhtritte genannten Abdrücke von 200 Millionen Jahre alten Muschelschalen zeigen. So haben wir. Nach 2 Stunden und 800 Höhenmetern haben wir den ersten Gipfel, das Hocheck, erreicht. Das war es das erste Mal. Jetzt, oder? Erste drum. Rudi Fendt, der Bergwachtchef. Der Zemschei mit 73 Jahren und Corbinian mit 12. Berghall. Berghall, Heinz. Wie du dabei bist. Freu mich auf. Berghall, Buh. Merci dir. Berghall. Berghall. Wie ist denn das für dich, so ein Tag, wieder auf den Watzmann zu gehen? Ja, also, jeder Tag ist ein neuer Tag. Neues Publikum, neue Leute. Müssen wir ein bisschen plagen, aber ist gut. Schöne Aussicht dahinter, oben drüber sehen, Untersberg. Wie nimmst du das wahr, wenn so ein Tag so erwacht am Morgen? Ja, schon.
nicht mehr so wie früher, also mit meinem Kreuz ein bisschen, tut es mir halt weh, aber ich muss mich noch wieder aufraffen, das ist der Bock. Wenn ich rum bin, ist wieder ein gutes Gefühl. Obwohl du jetzt so oft hier oben warst? Ja, also über 500 Mal mit Ostbahn und alles und Überschreitung. Hier befindet sich das Ziel für die normalen Wanderer. Wer weiter will, muss trittsicher, schwindelfrei und mental in bester Verfassung sein. Da ist also jetzt das erste Mal dann Schluss mit lustig. Ja. Und man sitzt dann da an der Stelle da, wie lange man da braucht oder manche lange schon da brauchen. Und das regnet sich dann hoch. Und deswegen können wir dann oft einmal in die Nacht hinein, gell, bis man dann wieder drin ist. Es spricht nichts dagegen, die Sache einmal auszuprobieren. Solange man weiß, wann es genug ist. Die beiden kehren um. Das war halt einfach heute mal momentan total luftig für mich. Also zu luftig. Da habe ich jetzt auch nicht mehr können. Und jetzt? Entscheidung? Was ist? Entscheidung zurückgehen. Das ist am gescheitesten. Wir drehen wieder um. Weil wenn ich dann mittendrin bin, dann kann ich hinten nicht mehr führen, nicht mehr zurück, ist auch nicht recht. Als Bergbursch aus der Ramsau ist der Corbinian natürlich geübt und außerdem in bester Begleitung. Ungefähr 30 bis 40 Mal im Jahr müssen die Ramsauer Bergretter zum Watzmanngrat, um insbesondere die vermeintlichen Bergsteiger herauszuholen, die sich mit der Tour überschätzt haben. Es ist oft ein Missverständnis, es ist kein durchwegs gesicherter Klettersteig. Das heißt also, die Leute, ihr habt das ja gesehen, kommen her mit Klettergurt, das ist richtig, ja, hängen sich an und denken, es ist praktisch immer so. Bis zur Mittelspitze ist es noch jetzt relativ gut, aber dann wird es immer weniger. Und da gibt es dann auch mal die nächsten Probleme dann, gell? Wenn man sich nicht mehr anhängen kann, nicht mehr sichern kann. Die Leute müssen in der Lage sein, also hier diesen Grat, der glaube ich 4 Kilometer lang ist, insgesamt rauf und runter einfach zu bewältigen, wo es auch dann links 1800 Meter runter geht und auf der Seite 1400 Meter. Und auch diese entsprechende Witterung, wenn also Gewitter kommen, dann ist man immer auf diesem langen Grat, gell, man kann nicht, es gibt keine Möglichkeit abzusteigen. Das heißt also, es fordert schon einen richtigen Alpinisten. Für Alpinisten aber ist es eine Paradetour. Die am höchsten Punkt der 2713 Meter hohen Mittelspitze noch lang nicht zu Ende ist. Der schaut so richtig breitzig aus. Oh, hey, viel Fetten, da ist es fressen. Wie aus der Vogelperspektive bricht hinter dem Gipfel die Ostwand ab. Wann war das erste Mal? Ja, mit 14 Jahren das erste Mal. Mit zwei Ramsauer, mit Kampusch, mit Rasch, die haben mich mitgenommen. Ich bin allein hinten gewesen im Bartlomee, wollte allein gehen und dann sind die auf die Nacht noch gekommen und haben gesagt, Puh, wenn du willst, dann kannst du mit uns mitgehen. Dann sind wir gegangen, 6 Stunden. Mit 14 haben dich die Eltern gehen lassen? Nein, ich bin daheim ausgerissen. Vom Balkon habe ich abgezahlt in Ringsburg. Der Anhalter runtergefahren, eine Bootnummer, also ausgeliehen, über den Seegrund und dann ist er hingegangen. Da waren wir 6 Stunden oben auf der Südspitze, noch da war das. Schier ungangbar wirkt das plattig abgebrochene Kalkriff. Das fast unmittelbar am 2100 Meter tiefer liegenden Königssee ansetzt. Eines der eindrucksvollsten Postkartenmotive Bayerns wirkt bis in den fernen Osten als Sehnsuchtsort für besondere Momente. Für andere dagegen ist es das Wohnzimmer. Thomas Huber, der Vater der berühmten Huberburm, ist mit seinem Kletterfreund Rainer über den See gefahren, um mit uns durch die Ostwand zu steigen. Es ist eine ganz große alpine Tour.
Man darf sie auch nicht unterschätzen. Das ist nicht schwer, ja, aber man darf es nicht unterschätzen. Und das Hauptproblem ist natürlich oft, dass die Leute verlaufen drin. Gell? Und weder Sturz oder sowas, das ist halt auch immer irgendwie, man muss schon aufpassen. Gell? Weil vor allen Dingen in dieser Ostwand, du siehst überhaupt nicht, wenn von Westen her irgendwie das Wetter sich verschlechtert. Deshalb sollte man eigentlich nur gehen, wenn eben der Wetterbericht entsprechend ist. 1881 hat der Ramsauer Johann Grill, nach dem Hausnamen der Kederbacher genannt, die höchste Felswand der Ostalpen zum ersten Mal durchstiegen. Deine Stecker nicht vergessen. Im Wald liegt das Ostwandlager. Die Hütte ist nur für die Ostwandkletterer reserviert. Nach einer mehr oder weniger guten Nacht, denn bei anderen als Thomas und Rainer legt sich die Anspannung nicht, ist man bei Tagesanbruch schon über dem Eiskapelle genannten Wandfuß. 1800 Höhenmeter Kletterei liegen hier vor uns. Der Königssee im Morgennebel schon ein Stück zurück. Auf den Sturm müssen wir aufpassen. Mit mehr als 100 tödlichen Unfällen ist es die gefährlichste Wand in den deutschen Alpen. Allein 3 gab es im Sommer 2016. Alle unangeseilt. Rainer hat tatsächlich seinen Klettergurt vergessen und zeigt sich als Bergsteiger alter Schule. Am Fuß der Wasserfallwand. So passt er. Es ist eine der Schlüsselstellen auf dem Berchtesgadener Weg, dem heute am häufigsten begangenen Aufstieg. Erst im oberen Wandteil vereinigt er sich mit der etwas schwierigeren Originalroute des Kederbacher. Stundenlang geht es so weiter. Oft gar nicht so schwer, aber verzwickt in der Routenführung durch die inmitten der Wand vollkommen unübersichtliche Struktur des Felsmassivs. Für Thomas Huber und Rainer ist es einfach eine der schönsten Bergtouren überhaupt. Unter den Watzmann-Kindern nach rund 1000 Höhenmetern stellt sich das Gefühl ein, als hätte man die erste Bergtour schon hinter sich. Bei den beiden schaut es fast spielerisch aus, aber die Kletterei bewegt sich ständig im Absturzgelände. Landschaftliche Eindrücke prägen sich in den konzentrierten Fluss der Bewegungen. Das ist das Erlebnis der Watzmann-Ostwand, das die Filmemacher des bayerischen Fernsehens auch früher schon angezogen hat. Wie 1962 einen der Bergfilmpioniere, Lothar Brandler. An den Stellen, wo heute ein Haken steckt, musste der Erstbesteiger äußerst vorsichtig steigen, damit sein genagelter Schuh nicht ausglitt. Zu jener Zeit ein Wagnis und Unternehmen wie heutzutage die Durchsteigung der Eiger Nordwand. Aber sollte man deswegen gleich von einer Todeswand sprechen, wie es so oft die Zeitungen mit Vorliebe tun? Die Unfälle, welche immer wieder Ursache für den Ruf nach Sperrung der Watzmann-Ostwand sind, wurden in den meisten Fällen hervorgerufen durch schlechte und mangelhafte Ausrüstung und Fehleinschätzung des eigenen Könnens am Berg. So leicht vergisst es sich, dass die Watzmann-Ostwand 2000 Meter hoch und eine Riesenwand ist. 1975 ist der legendäre Watzmann-Bergführer Franz Rasp für die zweite Sendung von Bergauf, Bergab unterwegs. Fortbewegungsart und Dimensionen erinnern in dieser Umgebung an ein Käferdasein. Die Großartigkeit der Szenerie und erste Anzeichen von aufkommender Müdigkeit locken zum Verweilen. Drohender Steinschlag von den höher gelegenen Bändern aber treibt die Seilschaft weiter. Erkennen der sichersten Aufstiegsmöglichkeit im überall gangbaren Gelände heißt die Parole auf dem Teilabschnitt bis zur Biwakschachtel hinauf. Nicht geplantes Nachtlager, Zufluchtsort in Notfällen, soll so eine Metallschachtel sein. Sie ist mit Matratzen und Decken ausgerüstet, doch leider fast immer total verdreckt. Der Platz hat seine sehr spezielle Aura bis heute behalten. Nur, dass er sauberer ist.
Immer noch liegen 350 Höhenmeter über Thomas Huber und Rainer. Ein langer, schräger Ausstiegsriss mit einer letzten steilen Schlüsselstelle, bei der sich Finger- und Armmuskeln längst den neuen Anstrengungen verweigern wollen. Schöne Nullstelle. Als wir diese Tour gegangen sind, war Thomas Huber 75. Mit traumwandlerischer Sicherheit ist er uns durch diese prominente Felswand der Alpen vorangestiegen. Das wievielte Mal ist jetzt das, Thomas? Das weiß ich nicht. Bei dem gehst du doch bloß mit 1, 2, viele. 100 Mal oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber schön ist, gell? Und nicht das letzte Mal. Bestimmt nicht das letzte Mal. Nein, bestimmt nicht. Aber heute schon. Heute ja. Heute schon. Jetzt gehen wir heute halt ans Watzmannhaus, Umi. Da kriegen wir Bier. Umi aufs Watzmannhaus. Das bedeutet nichts weniger als die Watzmann-Überschreitung als Dreingabe. In dieser einmaligen Kulisse. »1887 wurde hier die erste einfache Hütte gebaut. Der Kederbacher war der erste Hüttenwirt. Vom Tagwerk geschafft, seelenruhig oder energiegeladen, spielt sich das Leben hier ab. Eine Gruppe Berliner Schüler aus Kreuzberg hat sich gleich für ein paar Tage hier einquartiert. Und überhaupt zieht der Watzmann ein neues Publikum an. Bist du allein unterwegs? Ja, mein Vater schaut da unten. Genau. Was habt ihr vor? Watzmann, morgen dann. Ja, ist halt ein Klassiker. Also, das muss man halt mal gemacht haben. Wir haben jetzt auch gesagt, ja, okay, jetzt packen wir es gleich das. Die zwei Tage, damit wir es erledigt haben und uns dann auch wieder andere Sachen widmen können, wie Hochkönig oder sonst was. Genau. Das ist eine geniale Tour, eine wunderschöne Tour und das wollen wir mal machen, genau, morgen. Genau. Das Wetter muss gut sein und dann machen wir das morgen und greifen das an. Und dann ist das Schlimmste von der Südspitze, das heißt 2000 Meter absteigen. Das ist, hört nie auf. Wer lesen kann, der ahnt zumindest die Dimension dieses großen alpinen Klassikers. In 12 Minuten erreicht Christoph 14 von Traunstein aus nach der Alarmierung an diesem Tag den Watzmann. Ein Bergsteiger ist nach einem Stolperer 2 Meter abgestürzt und wird mit einer Gehirnerschütterung mit einem Bergretter am Seil vom Grat ausgeflogen. Das Massiv der aufgerissenen Kalkklippen ruht in sich. Und es ist spürbar, wie diese Umgebung auf jeden, der hier ist, wirken kann, wenn man es zulässt. Der Tag ist längst angebrochen. Die meisten sind unterwegs zur täglichen Wallfahrt Richtung Hocheck. Während sich die Berliner Schüler auf ihre Weise inspirieren lassen. You've made
talk about the man of Gideon. You may talk about the man of Saul. There is none like the good old Joshua in the battle of Jericho. Der Stau an besonders ausgesetzten Stellen gehört bei der Überschreitung zur Tagesordnung. Unsere Gruppe aus der Ramsau mit Heinz Zempsch und dem 12-jährigen Corbinian ist auf dem Weg zur Südspitze, dem dritten Gipfel. Wie läuft's denn? Wunderbar, oder? Herrlichen Tag, haben wir erwischt. Bis jetzt passt das, bis jetzt ist bärig. Der Ramsauer Bub macht das erstklassig, denn auf diesem schwierigsten Teilstück werden viele allmählich müde und ängstlich. Drahtseile gibt es nur stellenweise, weil der Berg im Nationalpark naturnah bleiben soll. Hier ist ein Brennpunkt für die Ramsauer Bergwacht mit ihrem Bereitschaftsleiter Rudi Fendt. Das ist genau so eine Stelle, wo es schon viele Leute runtergegangen sind, weil es ihnen zu schwierig wurde, zu gefährlich. Und dann sieht man da runter und da unten sieht man also da die Gampswägel. Das ist aber bloß ein Steinschlag, ja, was da ausgelöst wird. Schaut aus, wie wenn jemand gehen würde. 700 Höhenmeter durch dieses absolute Schrofengelände haben wir leider Gottes ein paar tödliche Unfälle gehabt. Wir haben also schon viele tragische Sachen gehabt. Da, wo wir jetzt da gehen, so einer, gleich da an der Ecke, einer zu schweren Rucksack gelangt, um das Seil nicht daneben fällt, aber aus dem Dock. Ich konnte da zu jedem Punkt oder fast jedem Punkt hatte x Storys erzählen. Gell? Auch schöne. Also wir haben einmal nach zwei Tagen im Winter, also im Frühjahr raus, ein junges Mädel da unten gefunden und haben sich da verstiegen. Und wir haben sie suchen müssen, da war das Wetter schlecht und die konnten wir nach zwei Tagen tatsächlich dann retten. Also das ist eins von denen Sachen. Und du kommst dann hier und sagst, mein Dirndl, ist das schön, dass du noch lebst. Gute drei Stunden ist man so auf dem Grat unterwegs. Der besondere Ruf dieser Paradetour hat seinen Grund. Und längst nicht alle haben wie Corbinian von klein auf mit dem Laufen auch das Fortbewegen in alpinem Gelände gelernt. Er zieht den rum jetzt vorhin. Genau, und den nächsten Haken noch um. Genau. Mittags haben wir den Südgipfel erreicht. Ein Zwischenziel. Ich schaue von da so aus, als wäre die Mittelspitze. Glückwunsch, Corbi. Corbi. Danke. Alles Gute, lass dich schütteln. Hast du was sauber gemacht. Sauber. Hi. Du Ritsch. Alles Gute nochmal. Ja. Aber der Gipfelsieger schaut gar nicht besonders glücklich aus. Also. Haben wir den dritten jetzt, gell? Den dritten von drei. Jetzt, wo ist das? Ja, Kai. Jetzt erfreust du dich gar nicht. Sauber gemacht. Ich bin fertig. Das kommt schon noch. Der zeigt das dann schon noch. Gell? Immer unten. Da kommen wir nachher. Schaut das anders aus. Immer unten. Wir haben seine Brüder verzählt und dann werden wir. Dann schaut das anders aus. Ja. Anstrengend war es. Ja. Und so ein paar Stellen waren gar nicht so ohne, oder? Nein, da unten einmal, da geht es auf die Seite neu. Denkt man sich auch eher. Es ist einfach ein markanter Berg und man muss einfach schon ein bisschen sicher sein auf die Füße. Jeder kommt nicht drauf und das ist ein schönes Gefühl, wenn man weiß, man schafft es, man kann das. Passt, ist man zufrieden. Weiter. Zufrieden, nachdenklich, ja, erfüllt. Schon. Der Zemschei, weiß Gott, wie viele hundert Male er mit unterschiedlichsten Gefühlen von hier hinuntergeschaut hat, auf St. Bartholomä. Wer hier ankommt, hat eine Tür aufgemacht in Dimensionen, die größer sind als unsere Ameisenperspektive am Grat. Thank you.
Und dann kommt das Schlimmste, wie es der Bergsteiger auf dem Watzmannhaus genannt hat. Der 2000 Höhenmeter Abstieg, der nie aufhört und immer noch Vorsicht verlangt. Wäre man doch ein Steinbock. Leider hat der Bergsteiger hier gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit übrig für die einzigartige Wildnis im hintersten Wimbachgries. Das Ende ist nah, aber noch nicht ganz da. Es ist noch einmal ein Prunkstück des Nationalparks Berchtesgaden, durch das der Weg hier führt. Einzigartig und wild. Aber das wäre eine eigene Geschichte und eine eigene Tour wert. Am Watzmann. Berg, dessen Ruf nicht umsonst weithin vernehmbar ist. Na?